Es fährt ein Zug durch die Zeit. Der heißt Fortschritt. Da sitzen alle die drin, die sich nicht alles gefallen lassen, die sich wehren, die gegen Missstände Sturm laufen, die das Maul aufmachen und nicht nur an sich denken, die was tun. Da sitzen Jugendliche drin, da sitzen Eltern drin, Kinder, Greise. Da sitzen Weiße drin, Schwarze, Rote, Gelbe, da fahren alle Völker der Welt mit. Während der Zug durch die Zeit fährt, unterhalten die Leute sich drin in den verschiedensten Sprachen und verstehen sich. Und sie denken alle an das Gleiche, nämlich an ein menschenwürdiges Dasein. An ein Dasein, wo sich niemand mehr seiner Herkunft schämen muss. An ein Dasein, wo sich niemand mehr minderwertig vorkommen muss. Wo keine Träne mehr vor Wut oder Ohnmacht vergossen wird. Wo man in den Gesichtern allenfalls Lachfalten sieht. Und bei dir im Abteil, da sitzen Jugendvertreter drin, Gewerkschafter, vom Berufsverbot betroffene Genossen. Da sitzt eine alte Frau, die gegen Hitler im Untergrund gekämpft hat. Daneben ein Mann, der in Berlin bei der Novemberrevolution dabei war. Und schräg gegenüber der Alte sieht aus wie Marx. Und während ihr darüber redet, wie der Zug noch schneller fahren könnte, rauscht draußen am Fenster die Zeit vorbei. Durch die Trümmer von Rom, wo verzweifelte Patrizier sich jetzt selber die Füße küssen. Da fahren wir über die Schlachtfelder des Mittelalters, wo verzweifelte Könige jetzt alleine Krieg führen. Da fahren wir über die Ländereien der Lehnsherren, die sich jetzt verzweifelt selbst ausplündern. Da sehen wir die deutschen Fürsten, die jetzt selbst hungern. Da fahren wir vorbei an verfallenen Lustschlössern, an Sommerresidenzen, an Fluchtburgen. Da sehen wir Sklavenaufstände, Bauernunruhen, französische Revolution, Unabhängigkeitskrieg in Amerika, Weberaufstand in Schlesien, Oktoberrevolution in Russland, Novemberrevolution in Deutschland, Vietcong, Frelimo, Bewegung der Streitkräfte in Portugal. Zwischendurch hält der Zug an. Dann steigen wieder die fortschrittlichen Kräfte ihrer Zeit ein. Da siehst du den Heine einsteigen, den Brecht, den Tucholsky. Da siehst du all die vielen ganz normalen Leute einsteigen, die einfach nichts anderes wollen als Gerechtigkeit. Die einfach sagen, Fortschritt, das ist auch kürzere Arbeitszeit. Fortschritt, das ist auch mehr Lohn, mehr Bildung, mehr Schulen, weniger Kasernen. Und die sagen natürlich, wozu taugen Unternehmer, die Krisen nicht verhindern, sondern daran verdienen? Die den Fortschritt bremsen, die Schienen blockieren, deren Verfassung Stiefel trägt, deren Freiheit das Horst Wessel-Lied pfeift. Und immer mehr Leute steigen in den Zug und die Kapitalisten haben Angst, dass er weiterfährt und versuchen euch hinauszulocken und lassen euch von ihren Realpolitikern Wirtschaftsmärchen erzählen und versprechen euch haltbare Seifenblasen und Einbahnstraßen in beiden Richtungen und einen sozialen Kapitalismus. Doch die Leute im Zug lächeln hinaus und der Zug fährt langsam an. Wird schneller und schneller und ein Trittbrettfahrer nach dem anderen fliegt runter und die Reaktionäre werden in der Ferne immer kleiner. Und da nie gerecht werden kann, was auf Kosten anderer geht. Da nie sozial werden kann, was nur wenigen nützt. Da nie human werden kann, was über Leichen geht. Nie friedfertig, was am Krieg verdient. Nie menschlich, was unterdrückt. Nie fortschrittlich, was den Freiheitswillen bekämpft. Deshalb konnte niemand die Patrizier vor den Sklaven retten. Deshalb konnte niemand die Lehnsherren vor den Leibeigenen retten. Niemand die Fürsten vor den Bauern. Niemand die Könige vom Volk. Und niemand wird die Kapitalisten vor den Arbeitern retten können.